Morgen mit Fabian Wienerleck, Philipp Siegel und Michael Cicuia. Wir treffen drei unserer Sommerzugänge im Shoppinghorn, im Café Bucher und stellen euch die Spieler näher vor. Ich war damals von der U6 bis zur U16 im SV Horn, also 10 Jahre. Und ja, ist natürlich eine lange Zeit und natürlich war es damals schwierig, als ich den Schritt weggewagt habe von Horn. Aber ich, mein Papa und ich haben besprochen, dass es wichtig ist, Erfahrungen im Erwachsenenfußball zu sammeln. Und ja, das war das Ziel, dass ich bis zur Matura Erfahrungen sammle, so viel wie möglich im Erwachsenenfußball und dann den Schritt in den Profibereich. Und da freut es mich natürlich umso mehr, dass jetzt in Horn ist, zurückwagt. Angefangen habe ich mein Fußballerleben in Stinaz, das ist mein Heimatverein. Danach bin ich in die Akademie nach Mattersburg gewechselt. Und dann habe ich auch den Schritt gewagt in den Erwachsenenfußball. Zuerst über Stinaz, dann in die Regionalliga weiter nach Stegesbach. Und von dort bin ich dann nach Hartberg gekommen, wo ich die letzten 4 Jahre war. Von der Regionalliga durch aufgestiegen. Zuerst in die zweite Liga und danach in die Bundesliga. Ja, und jetzt bin ich glücklicherweise da in Horn. I begin to play football in Cameroon and I make my first part in with one team. Ich habe in Kamerun begonnen Fußball zu spielen und hatte meine erste Station in Kanon Chaudi in der ersten Liga, wo ich zuerst beim zweiten Team gespielt habe. Nach 3 Jahren bin ich nach Österreich gekommen, nach Altach. Dort spielte ich 1 Jahr. Meine zweite Station danach war Wiener Neustadt und von dort bin ich zum SV Horn gekommen. I was in Altach and I play only 1 year. The second time I was in Wiener Neustadt and from Wiener Neustadt I come in SV Horn. Es läuft für die Mannschaft sehr gut in der aktuellen Saison. Persönliche Ziele gibt es aber auch darüber hinaus. Ich möchte natürlich so schnell wie möglich da in Horn bei den Profis etablieren. Und dann natürlich den nächsten Schritt machen und Stammspieler werden. Und natürlich gibt es auch Ziele, dass ich irgendwann den nächsten Schritt in die Bundesliga oder wo auch immer hin mache. Aber das ist noch ein weiter Weg. Und, ja, ich bin natürlich erst seit kurzem da jetzt im Verein. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich mich in der Mannschaft zu etablieren, was mir bis jetzt, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich will natürlich meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft unsere Saisonziele erreichen. Und auf kurz oder lang ist natürlich mein Ziel, wieder in die Bundesliga zu kommen. Natürlich besteht das Leben unserer Jungs nicht ausschließlich aus Fußball. Wir haben nachgefragt, wie die Freizeit abseits des grünen Rasens aussieht. Ja, it's so difficult here, because all is so calm. Ja, es ist schon ein bisschen schwierig hier, weil es sehr ruhig ist. Nach dem Training gehe ich gerne spazieren, manchmal auch mit Fabian. Manchmal gehe ich auch einkaufen in die Stadt. Ich spreche oft mit meiner Familie am Telefon, mit meiner Freundin. Ja, das ist meine Freizeit in Horn. Ja, abseits des grünen Rasens verbringe ich natürlich sehr viel Zeit mit meiner Freundin. Dadurch, dass ich jetzt unter der Woche sehr viel in Horn bin und dann am Wochenende will ich dann sehr gerne mit ihr die Zeit verbringen, was eh logisch ist. Ansonsten habe ich ein ganz normales Leben, glaube ich, schön ruhig. Daheim einfach Zeit mit der Familie zu verbringen, mit meinen Eltern, mit meinem Bruder, eben mit der Freundin. Und mit Freunden treffen, ganz normal wie viele andere heute halt eben, glaube ich. Nummer eins ist natürlich mit der Familie. Etwas unternehmen, weil ich stehe oft am Platz und da ist nicht so viel Zeit. Die Schwestern sind schon weg und ja, Mama und Papa sind auch oft beschäftigt. Also da mache ich gern was mit der Familie. Und dann Nummer zwei sind natürlich gleich Freunde. Spiele ich gern Forte mit ihnen und unternehme so auch was. Und ja, das ist das, was ich am meisten mache. Fabian Wienerleck, Philipp Siegel und Michael Cicuia sind beim SV Horn angekommen. Sie sind gestärkt für weitere Aufgaben.